Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigaben sowohl auf den Kassettenboxen als auch auf den Kassetten selbst. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre... Ruck 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 481 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallihallo. Ja, das ist die Episode, innerhalb deren Intros, der doppelte Genitiv. Des Intros. Innerhalb des Intros, ja. Wir noch debattieren müssen, welches Konzept diese Folge eigentlich hat. Korrekt. Hat diese Folge eigentlich ein Konzept? Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, also ganz, wenn man es ganz genau nimmt, ist natürlich so einfach, das Konzept ist, wir haben es lange nicht gemacht, deswegen wollen wir uns mal wieder dran versuchen, nämlich einfach uns Trailer anzugucken. Trailer mit euch gemeinsam da draußen. Ihr könnt quasi nebenher das laufen lassen. Ja. Und dann gleichzeitig, es ist also quasi, als ob wir bei euch neben dem Laptop auf dem Schoß oder beim Joggen nebenher quasi labern würden, während wir uns das gemeinsam alles angucken. Es ist, also, ne, holt euch der thematische Kiste. Überbau fehlt einfach so ein bisschen diesmal. Ja, ne? Ja. Kein Kinojahr eben. Nee, aber. Filme, die das Potenzial haben, dass wir sie halt irgendwann auch mal im Ganzen besprechen. Ja, okay, ja, genau. Die Frage sollten wir uns nämlich stellen, glaube ich, nach jedem Trailer, den wir heute Abend gucken, gemeinsam mit euch. Also ihr erhört die Trailer quasi. Also noch mal ganz weit zurückgegangen. Ich glaube, als wir mit diesen Trailer-Specials angefangen haben, da war ich auch noch so naiv in meinem Glauben, dass bestimmt Leute nebenher diese YouTube-Videos oder Dailymotion oder Vimeo-Clips gucken, während wir über die Trailer sprechen und quasi so ein bisschen hier partizipieren an unserem Programm. Also ich bin ehrlicherweise immer noch so naiv, deswegen habe ich es gerade so gesagt. Ja, gut. Aber die Marktforschung sagt, dass ich glaube 98% aller Menschen Podcasts hören beim Sport, beim Kochen oder beim S-Bahnfahren. Also ja, deswegen, ja. Hast du auf die KPIs geachtet? Ja, genau. Eher unwahrscheinlich. Also wir erwarten es nicht von euch und ihr müsst das auch nicht. Deswegen steigen wir die hier rein, während wir drüber reden. Und ja, wir haben uns vorher gedacht, ne, da wir viele der heute gezeigten Filme, die eben auch Hörerwünsche sind, die in unserem Discord geäußert wurden, da wir viele der Filme nicht kennen, stellt sich bei jedem natürlich auch die Frage, wäre das vielleicht was für unser Programm? Und wir geben dann nach jedem Trailer auch mal ein bisschen Daumen hoch oder Daumen runter oder irgendwo zwischendrin. Nee, finde ich gut. Also ich meine, Daumen hoch, Daumen runter. So verbindlich gestalten wir es nicht natürlich, weil nein, wir uns alle Möglichkeiten offen haben. Nein, ich möchte auch eigentlich ehrlicherweise weder Siske noch Ebert nacheifern. Ja. Von daher. Die sind ja tot. Eben, das war, glaube ich, mein Punkt. Ach so, ja gut, dann habe ich den Gag jetzt zu spät verstanden. Das klingt ja alles super an, ja. Genau, nee, aber natürlich, klar, so quasi hopp oder top im Sinne von, machen wir das mal, wir gucken halt. Ja. Ne? Sehr schön. Unter im heute gespielt Programm finden sich auch 3-4 Wünsche unsererseits. Ansonsten haben wir, wie gesagt, oft die Wünsche unserer Hörerinnen und Hörer. Aber ich glaube, in dem Falle nur Dudes zurückgegriffen. Und, die Filmbrudis, wie du mal so schön sagst. Ja, die Filmbrudis. Es tummeln sich auch ein, zwei Damen im Discord, aber die halten sich sehr bedeckt, zumindest hier in diesem Fall. Was aber im Übrigen und, vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit wäre zu sagen, dass wir uns natürlich immer sehr freuen. Also ich meine, also vor allem du, weil du deutlich aktiver bist. Ich bin ja nicht so der Social-Media-Mensch. Aber es wird uns immer sehr freuen, wenn halt Leute in den Discord kommen, was ihnen zum Beispiel ermöglicht wird durch eine Patreon-Patenschaft. Ja, 2 Euro im Monat. Also 2 Euro im Monat. Ich versuche immer so einen analogen Preis zu finden aus der Gastronomie im Sinne von, ist der Preis eines Espressos oder so. Aber ich glaube, selbst ein Espresso ist teurer mittlerweile. Ich glaube auch, ja. Ja. Was mich an diese komische Anekdote erinnert, als ich damals noch irgendwie für eine Unterschrift und eine klitzekleine Zeichnung bei Comicmessen irgendwie 50 Cent verlangt habe und irgendeiner meinte dann irgendwie, das sei ihm zu viel und ich brüllte ihm hinterher, ich zahle fürs Pinkeln mehr. Aber na gut. Okay.
Ich überlege gerade, wie viel diese Drehtür-Toiletten an den Autobahnraststätten immer kosten. Mittlerweile ein Euro, glaube ich. Oh ja, krass. Ja. Ne? Oder 70 Cent. Das lange nicht mehr da gewesen, ehrlich gesagt. Du kommst halt nicht raus. Du sitzt ja immer nur hier und guckst dir Trailer an. Ja, genau. Mensch. Zu wenig Freizeit für sowas. Genau. Und ich mag das Publikum an Autobahnraststätten auch nicht so gerne. Aber. For a good time call. So eine Ecke gibt es immer mehr in der Gegend, aber ich sag nicht genau wo. Ich weiß ja nicht. Ja, sehr schön. Sehr schön, wenn du das sagst. Wir fangen ganz beschwingt an, und zwar mit Zärtlicher Chaoten aus dem Jahr 1987, ein Hörerwunsch von Dirk. Ja, und, ich fürchte, die Witze in diesem Trailer werden auch nicht besser als unsere heute. Ja, wir geben dem Ganzen eine Chance. Auf jeden Fall. Herrschaften, schön euch im Kino zu sehen, und wenn ihr schon mal da seid, bleibt auch da, weil der eigentliche Film kommt ja erst. Zärtliche Chaoten. Ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, aber nur im Sinne von, ich glaube, der zweite ist besser. Ja. Erst kamen drei Weise aus dem Morgenland, dann die drei Musketiere. Jung. Und wieder kämpfen drei Männer für guten Leben. Geschmack. Das bin ich. Für saubere Kinder, Helmut Fischer. Und für stilvolle Hutmode, Michael Winslow aus Police Gott, Academy. Ist guter Deal hier, aber für unerbittlich wie Miami Vice. Sanftmütig wie Ralph de Bricassar. Und Männerfreunde wie Winnetou und Old Shatterhand. Ja. Alles wäre gut gegangen, doch dann kam sie, Day Young. Und aus Freunden wurden Rivalen. Ich merke schon, das sind alle diese Arten. Ja, ich glaube auch. Der böseste Kicher. Verstellung. Nackenschläge. Demaskierung. Und es fallen sogar Schüsse. Ist das da war das? Wer also wird wohl am Ende neben Fischer Eddie? Auch, aber ich bin auch kein Fußballmensch, also. Ja. Aber bis es soweit ist, gibt es turbulente Situationen. Es saugt und bläst der Heinz. Atemberaubende Aktion. Oh, und lebensbedrohende Katastrophen. Hat Michael Winslow schon Geräusche gemacht? Doch, keine Angst. Einmal ganz kurz. Unsere Helden sind zur Stelle. Denn keiner hält die zärtlichen Chaoten auf. Natürlich. Im Grunde funktioniert diese glaube ich, zärtlichen Chaoten schon ein bisschen wie Bäumchen. Ja. Ein Instanz. Ja, aber ich glaube nicht. Boys und Girls, kommt, seht diesen Film. Versäumt nicht den Wahnsinn, super Fun. Zärtliche Chaoten, so heißt der Film. Wir sehen uns im Kino. Tschüss, bis dann. Also, von mir ist ja bekannt, dass ich niemals lüge. Und ich sage euch, das ist ein wunderbarer Film. Ja. Ich schwör's, drei Finger absetzt. Ja, aber ja. So wahnsinnig viel länger hat es ja auch nicht können gemacht, oder? Diese sechs Augenlinien, die zärtlichen Chaoten. Demnächst aber ehrlich, was war ein schöner Trailer. Wie Hit damals, oder? Ja. Ich hab den zweiten Woche lieber, weil er eben in der Zukunft spielt. Also zumindest zum Anfang. Und den Soundtrack mit den Originalhits gibt's bei eurem Schallplattenhändler als LP, Musikkassette und Kompaktdisc. Ja. Diese Zeichnung, um Gott zu werden. Jemine. An die jüngste Überarbeitung von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Echt, ja? Das Michael Winslow sehr oft im Plattencover. Das habe ich, oh je, nee, habe ich leider, ist an mir vorbeigegangen. Ja, nicht so. Ey. Also, ich meine. Nächster Trailer? Ich wollte dazu noch drei Worte sagen. Weil natürlich, also, ich hab die Zärtlichen Chaoten nicht im Kino gesehen. Da war ich, glaube ich, schon auch raus aus der Nummer, weil, sagen wir mal, die Supernasen, darüber hatten wir ja auch geredet. Oh ja. Lange und die Einsteiger, ja. Genau, aber ich fand also irgendwie einfach die Zeit von Thomas Gottschalk im Kino war für mich halt komplett vorbei, weil er einfach kein besonders guter Schauspieler ist. Und ja. Ich glaube, es ist ganz gut, dass er den Trailer spricht, weil er war als Radiomensch, glaube ich, immer gut und naja, aus Wetten, das, wie wir wissen, nicht wegzudenken. Aber wie halt, wenn er geskriptete Texte absondern muss, dann war er einfach nicht besonders gut. Also so live, mit Gesicht und allem und Körpereinsatz. Von daher hat es mich immer sehr gewundert, dass er noch bis rein in die 90er Filme gemacht hat. Stimmt. Trouble Goes to Hollywood, genau. Kam deutlich später noch. Da war er war doch auch im zweiten Sister Act war er doch drin noch. Oh ja, natürlich. Oh. Wer erinnert sich nicht, wollte ich sagen, aber wahrscheinlich die wenigsten. Ich kann zu Tommy Gottschalks Karriere auch nicht viel hinzufügen. Also ich finde,
ich finde erstaunlich, dass er immer noch da ist, dass auch der Wetten-Das-Abschied erst letztes Jahr kam. Ich hatte den irgendwie schon so in meiner Erinnerung schon vor 10 Jahren irgendwo verortet. Na, da war er ja auch der Erste. Ja, genau, es kamen ja mehrere Abschiede, genau. Und dass er nochmal da als Conferencier auftreten durfte vor 2 Jahren in Essen bei der ersten Ausgabe der Passion bei RTL. Aha. Das war ganz weird. Ja. Und da dachte ich auch, das sei so eine Trash-Veranstaltung. Und dann blickte ich 5 Minuten rein und stellte fest, nee, die meinen das ernst. Er soll also mit so einer gewissen Gravitas irgendwie auch diese die Leidensgeschichte Jesu erzählen und na gut. Ist vielleicht in Bayern auch so, aber ich hatte allerdings, das vielleicht noch anekdotisch angehängt, ich hatte aber auch schon 1987 das Gefühl, dass Michael Winslows Karriere im Eimer war. Also, war das Jahr für Police Academy 4. Ja, richtig. Irgendwie, weiß ich, Police Academy ging den Bach runter und dann musste er irgendwie nach Deutschland kommen, weil hier mochte man ihn noch. Wie David Hasselhoff, ja. Ja, wie David Hasselhoff. Und dann hat er hier irgendwie 2 oder 3 oder 15 Filme gemacht, ich weiß es nicht. Ja. Und sie hatten ihn doch letztens erst, so also wie vor ein paar Jahren noch rausgeholt für LOL, glaube ich. Für hier die Buddy Herbig Show oder. Da weißt du mehr als ich, habe ich nie geguckt. Ja, wie ich musste. Aber zwischenzeitlich holen sie immer irgendwelche Komiker rein, die dann halt die Leute zum Lachen bringen sollen. Und das sollen halt immer besonders tolle Komiker sein, sodass es ihnen besonders schwerfällt, nicht zu lachen. Und da war John Cleese zum Beispiel auch. Das war kaum nicht zu ertragen. John Cleese ist doch politisch kaum noch zu ertragen dieser Tage, habe ich gehört. Ja, es war alles in allem echt schwierig und sagen wir mal, hat sehr an seinem eigenen Denkmal genagt. Und Michael Winslow, glaube ich, war auch da, hat irgendwelche komischen Geräusche gemacht und dann war es das wieder. Und alle haben sich gefreut, weil sie eben diese Altstars da irgendwie an der Karte. Also, es war nicht schön. Wir werden zurückkommen zu Lisa-Film. Wobei ich gar nicht weiß, ob das eine Lisa-Film-Produktion war. Aber jetzt beim Gedanken an Michael Winslow und David Hasselhoff und so und diese US-Stars sowieso, die populärer waren in Deutschland als in ihrem Heimatland, muss ich mal gleich an Lisa-Film-Produktion denken. Es wirkt ja auch wie eine Lisa-Produktion. Ja. Also allein dadurch, dass Thomas Gottschalk da drin ist. Ich weiß nicht, ob der Film von Sigi Rothemund, also alias Sigi Götz ist. Wir werden nachgucken. Ja. Bis zum nächsten Mal. Irgendwann reden wir vielleicht drüber. Oder über den zweiten Teil. Bis dahin gucken wir Trailer. Zum Beispiel U4000, Panik unter dem Ozean. Latitude Zero. Ja, vielen Dank an Janus, der uns den Trailer empfohlen hat. Bin sehr gespannt. Die Kostüme sind jetzt mal geil. Ja, natürlich. Das rechts habe ich irgendwie im letzten Karneval getragen. Natürlich inklusive Brownface. 20.000 Meter unter dem Meer? Ja. Das war in Bayern. Es ist toll. Cool, ja. Ach, schön. Es ist auch so niedrig aufgelöst, der Trailer, dass man den so im Anno 1999 Episode 1 Gedenkformat Briefmarkengröße gucken kann. Echt? Oh, Joseph Cotten. Etwas lange bezahlt schon. Ja. Dann können wir wohl. Ich hab, sieht aber auch alles. '69, ja, okay. Ich würde gerade sagen, das sieht alles so ein bisschen aus wie hier Flash Gordon. Ja, ich muss zugeben, ich habe vorher in den Trailer reingeguckt und ich finde toll, wie der eskaliert. Also mehr und mehr, wenn man einfach denkt so, ach, geil, das war's jetzt. Und jetzt kommt der fliegende Löwe. Oh ja, sehr schön. Das ist echt schräg. Ich habe mich ein bisschen verliebt. Erinnert mich auch sehr an Danger Diabolic. Ja. Die kühnsten Träume menschlicher Fantasie. Hier werden sie und Man-Bat oder sowas? Ja. Vor allem die kühnsten Träume menschlicher Fantasie und dann kommen da irgendwelche Medical die Kostüme. Ja. U4000. Panik unter dem Ozean. Oh! Lucretia. Ah. Lucretia. Desdemona. Oh, Ishiro Honda sagt mir was. Ja, aber ich finde die Designs cool. Schön. Auch schön, ja. Ich kann nichts dazu sagen, außer offensichtlich vom Regisseur von Godzilla, aber... Ja. Cool. Also, würde ich gerne mal in Gänze gucken. Auf jeden Fall. Das sieht ziemlich abgedreht aus. Ich mag sowas. Ja. Sehr schön. Ich bin ja sowieso der Meinung. Also diese ganzen, wie heißt dieses Kaiju? Kaiju, danke. Sachen werden bei uns halt wirklich echt schändlich vernachlässigt und irgendwie. Absolut. Ich traue mich aber auch nicht ran, weil ich zu wenig Ahnung habe. Aber irgendwie mag es ja doch. Mhm. Und
Das ja, sind wir schon zwei. Ja, gut. demnächst, vielleicht in diesem Podcast. Wollte gerade sagen, von wegen hier ja oder nein zu zärtlichen Chaoten, eher nein erstmal, würde ich sagen. Ja, unentschieden und vielleicht, wenn uns mal was fehlt oder so. Ich reiß mich nicht drum. Aber U4000, da wäre ich ja quasi sofort dabei. Jetzt gucken wir das Haus der lebenden Leichen. Ja. Auf den freue ich mich doch sehr. Ein semi-legendärer Video-Nasty und den habe ich mir ausgesucht und gewünscht, weil ich habe in letzter Zeit viel über Video-Nastys gelesen. Es gibt eine neue Auflage einer alten Publikation zum Thema und die heißt Cannibal Horror von David Carreckis unter anderem. Und das sind 600 prall gefüllte Seiten mit Anekdotischem aus der Video-Nasties-Ära, mit Rezensionen zu jedem Titel, aber auch Interviews mit Vertretern der BBFC und so. Und ich fand, also ich wollte einfach mal, dass wir was Verbotenes machen. Ja, finde ich. Und der ist schon, ich kenne den, das ist ein harter Film. Okay. Ja. Okay. Ich kenne ihn nicht, aber da bin ich jetzt sehr gespannt auf den Trailer, ob der auch hart ist. Ja. Das Haus der lebenden Leichen. Ein Haus, in dem viele unheimliche Dinge geschehen sind. Donald, komm her! Dinge, die schrecklichsten Folgen haben sollten. Grausamkeiten das und Mord. Trailerstimme. Dafür wirst du bestraft werden. Dinge, die ein menschliches Hirn kaum fassen kann. Dein Vater hätte dir das durchgehen lassen, aber der ist ja nicht mehr da. Wie Feuer brannten sie sich in die Seele eines Kindes und machten es später zur Bestie. So tief hatte sich das Böse in ihn gefressen, dass er andere peinigte, um sich von seinen Qualen zu befreien. Heuchler! Du wagst mich anzulügen? Das wirst du mir büßen! Ist so richtig fieser Psycho-Horror, ungleich zu dem meisten. Ein Film, der an ihre Nerven eine starke Belastungsprobe stellt. Brüste, Blut und das Haus der lebenden Leichen. Glänzen ist das hier immer wirklich haarig. Susi! Okay. Das Haus der lebenden Leichen. Auf seinen Treppen und Gängen lauert das Unheil. Die Luft ist von Blut und Todesgeruch geschwängert. Todesgeruch. Oh nein! Marterinstrumente, die teuflische Qualen bereiten, warten auf die ahnungslosen Opfer hinter diesen Türen. Ich halte jetzt auch inne mit dem nervösen Kichern, weil da ist nichts zu kichern. Das Haus der lebenden Leichen. Sie würden es nie zu betreten wagen. Ich habe nichts Schlechtes getan, Mutter. Das Haus der lebenden Leichen, in das die Menschen, die hier einmal gelebt haben, immer wiederkehren und ihre wahnsinnigen Schrecken verbreiten. Das Haus der lebenden Leichen. Ein Film, der alles übertrifft. Das ergibt für mich nur so... Oh. Sorry, da war noch der obligatorische Carrie-Moment am Schluss. Ich wollte schon kurz sagen. Ja, der eine Satz ergibt für mich nicht ganz so viel Sinn mit dem, das Haus, in das die Menschen, die hier gelebt haben, immer wieder zurückkehren. Ich glaube, da fehlt ja so ein Wort wie tot, die toten Menschen, weil ich glaube, in einem Haus der lebenden Leichen, wenn ich selber noch leben würde, würde ich nicht zurückkehren. Die Menschen, die hier gestorben sind, die immer wieder zurückkehren, die hier gelebt haben, ihren Schrecken, nee, egal, whatever. Don't go in the house im Original, das Plakat, das Video-Artwork von diesem Film ziert, ein tolles Buch von Stephen Thrower, überhaupt über den amerikanischen Underground-Horror der 70er und 80er Jahre, darüber bin ich zu dem Film gekommen und er enthält eine wirklich skandalös schlimme Szene gleich zu Beginn, ersten 5 Minuten, so schlimm wird es nie wieder. Mhm. Und die wird ja auch im Trailer kaum angeteasert. Also man sieht nur kurz, wie diese Frau da schreit. Mhm. Und mit der passiert was ganz Furchtbares. Okay. Und so schlimm wird der Film dann auch nie wieder. Aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die BBFC damals gesagt hat, weg damit. Verstehe. Ja, sah aber erstmal interessant aus, auf jeden Fall. Sagt mir halt gerade noch zu wenig, aber grundsätzlich wäre ich, bei solchen Themen bin ich ja grundsätzlich nicht abgeneigt. Klar. Okay, dann sei hier bitte einmal angeteasert. Das Einzige, ich meine, ja, das wollte ich noch hinzufügen, halt, bitte. Sagte ich ja gerade schon, Samuel L. Brockovich präsentiert. Diese Grundstimme verbinde ich halt in allererster Linie halt mit Kentucky Fried Movie. Mhm. Dachte gleich, jetzt kommt sowas wie eben katholische Schulmädchen in Not oder so. Ja, ich glaube, das Dahinscheinen der Trailerstimme, der klassischen Trailerstimme, so wie wir es in Deutschland kennen, aber eben auch diese amerikanische Version mit In a Time. Ja. Darüber gibt es ja auch mittlerweile Think Pieces. Ich glaube, sogar einen eigenen Spielfilm, der das thematisiert. Das ist einfach ein Ding vergangener Tage, was heute schwer zu gucken ist, ohne dabei so ein bisschen in sich reinzukichern wie ein. Ja, ja. Ja, Schuhmädchen. Wie Schuhmädchen? Innöten, genau. Jetzt gucken wir mal, ob der nächste Trailer vielleicht mehr zu kichern noch bringt, weil im Dschungel ist nämlich der Teufel los. Ja, das klingt toll. Ne? Das Spaß. Lass uns mal reingucken. Ja. Oh, laut.
Hallo Freunde, eine Affenschande, wenn ihr diesen Film verpennt. Im Dschungel ist der Teufel los. Ah, das ist Tommy Cooper. Ja. Und über 3 Minuten? Es sollte ein ganz normaler Urlaub werden, aber mit dem Rostbomber wurde eine super heiße Bruchlandung daraus. Daniel, Affen sind lustig, wollte ich nur kurz pflichtgemäß sagen. Eine Insel mit Tieren, die noch viel menschlicher als Menschen sind. Besser. Da ist er. Hübsche Naturaufnahmen. Ja. Hallo, Sammy heiße ich. Oh, was tust du im Dschungel? Ah. Auf, Butch! Mach auf! Den habe ich einfach mal gesehen. Total blau! Ich habe den Teil gesehen. Das ist aber auch alles drin. Ja. Was ist das denn mit? Das sind Tiere. Vielen Dank für faule Kampf, verehrte Schweinehund. Ach du Scheiße. Erotik. Ja. Was fürs Herz. Bei Jemini. Eine große Liebesromanze macht die Insel zum Paradies. Die Blaue Lagune, war das vorher? Ich glaube schon. Aber... Doch im Dschungel ist der Teufel los. Da ist aber auch alles drin, ne? Ja, ich sag dir das. So ein bisschen Shaw Brothers meets Hatari meets Blaue Lagune meets... Haltet Frieden, Freunde! Bud Spencer, Terence Hill. Terence Hill, genau. Ich sehe auch eine ganze Menge Dudu drin. Ja, ja. Ja, ist das sogar das? Hast du mal Raw gesehen? Diese komplett vor die Hunde gegangene Produktion mit Tippi Hedren? Glaube nicht. Wo irgendwie die Hälfte der Crew das Gas angefangen wurde und halb aufgegessen wurde beim Dreharbeiten? Nee. Da musst du mal denken, wenn ich hier Kinder auf Löwen reiten sehe. Ja. Sind wir mal vorbei? Halt still, so. Wir müssen dich doch wieder hinkriegen. Oh. Ja, Batsch! Zeig die Fenster! Was sagt er für eine Minute? Was ist denn los? Oh. City Pop. Im Dschungel ist der Teufel los! Puh, das ist schon ein bisschen anstrengend, oder? Das ist, weil wir älter als 6 Jahre sind, Daniel. Ich glaube auch. Ja, doch, ich glaube, dann hätte man viel Spaß dran. Wie gesagt, wie bei den Dudu-Filmen. Da ist doch gerade schon mal reingefallen. Lass doch mal 20 Jahre abwarten, dann können wir das mit den Kindern unserer Kinder vielleicht. Ja. Da sind wir selber schon so dement, dass wir sagen. Ich hab halt. Im Dschungel ist der Teufel also, los. Ich bin relativ sicher, dass auch hier. Macht euch schon mal einen Knoten gesehen habe. Bitch. Natürlich. Ein Baldwinter Kida aus Plattfuß in Afrika, natürlich. Aha. Ja, okay. Das hat man eben so gemacht. Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass ich den gesehen habe, aber gleichzeitig habe ich null Erinnerung. Ich muss allein die Gedanken an den Film noch lachen. Ich fand den gut. Mhm. Ich möchte dich im Podcast besprechen, aber gut, dass wir den Trailer geguckt haben. Ja. Ich hab grad mal nebenbei geguckt, was eigentlich Jim Mitchum gemacht hat, warum man ihn kennen müsste. Mhm. Ich sehe nichts. Ich kenne auch Christopher Mitchum, also den Sohn von Robert Mitchum, der hat viel Sleaze gemacht in Thailand und Indonesien, glaube ich. Ja, James Mitchum ist auch der Sohn von Robert Mitchum, also von daher. Ah, okay. Ja. Oder ist Christopher Mitchum der Bruder von Robert? Also, nein. Asphaltrennen, kennen wir den? Nee. Klingt aber gut. The Last Movie, das sagt mir auf jeden Fall was, tatsächlich. Dennis Hopper. Ist das der von Dennis Hopper? Ich wollte gerade sagen. Den habe ich hier noch liegen, eingeschweißt und ungeguckt, seit vielen Jahren. Ja. Vielleicht sollte man den auch mal. Schmutzigen Helden von Jucca. Mit Kurt Jürgens und Elke Sommer. Ich würde sagen, das Programm für die nächsten Wochen ist gesichert. Ja, hier ist auch von 64, kein Cent für Ringos Kopf. Sowieso, ich meine, wenn wir, Sergio Corbucci war das. Ich finde sowieso, wenn wir anfangen würden, sämtliche Spaghetti-Western durchzuarbeiten, die das Wort Ringo im Titel haben oder Django. Oder Django und Ringo, dann sind wir sowieso bis 2035 beschäftigt. Also von daher. Ja.
Ich glaube, wir haben ja mal so ein Spielchen gespielt, glaube ich, wo wir einfach Zettelchen gezogen haben und daraus unser, also quasi genau, aus einer Lostrommel unser Programm da zusammengebaut haben. Und ich glaube, wir könnten, es ist tatsächlich Django, Ringo, Colt, Morgengrauen, Erbarmen, Gnade und vielleicht noch zwei, drei weitere Schlagwörter. Ich glaube, Tod könnten, oder sowas natürlich. Ja, ja, genau. Wir könnten drei, vier Zettelchen ziehen und es gäbe wahrscheinlich einen passenden Film. Vermutlich. Irgendwo. Ob der besprechenswert ist, vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Also nochmal so, im Dschungel ist der Teufel los, erscheint mir auch nicht besprechenswert. Nein, ich will ihn niemals sehen, glaube ich. Also ich meine, ich habe ihn schon gesehen und ich habe noch nicht mal, also es wird schon was heißen, dass es ist ein Film, den ich glaube gesehen zu haben im Grundschulalter und ich habe keine guten Erinnerungen daran. Und in dem Alter hat mich alles beeindruckt, alles wollte ich wiedersehen, gerne 5, 10, 20-fach und den nicht. Deswegen besprechen wir den auch nicht. Aber vielleicht Rebels, beziehungsweise Night of the Lepus im Original. Okay, gucken wir mal. Und Studioproduktion, Metro-Goldwyn Mayer, endlich mal. Was war an dem Tage geschehen, an dem die Wissenschaft einen ihrer folgenschwersten Fehler beging? Ich weiß nicht, ist auch... Welch unbekannter Schrecken ohne Ausmaß wurde damit für die Menschheit heraufbeschworen. Hä? Welche Ungeheuer, durch Mutationen entstanden, schlagen blindwütig zu. Unbarmherzig. Meint der Trailer das ernst, beziehungsweise der Film das ernst? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Da ist der Film Urs oft begegnet in den letzten Jahrzehnten. Ja. Aber ich habe ihn nie geguckt. Terror ohne Ende breitet sich überall aus. Die Kurs, die ist toll. Ein Terror, der selbst den schlimmsten Albtraum in den Schatten stellt. Tod und Verderben lösen Panik aus. Ein ganzes Land wird zum Notstandsgebiet. Hyperbole Butch. Janet Leigh. Oh, Janet Leigh. Stuart Whitman. Ah, der ist auch an dem anderen Film. Rory Calhoun. Aha. Und die hat alle Paul Fix. Außer Paul Fix. Wenn eins dieser unheimlichen Wesen getötet wird, treten tausend andere an seine Stelle. Und Flammenwerfer. Diese teuflischen Kreaturen mit säbelartigen Zähnen sind an Wuchs und verheerender Wirkung Ratten weit überlegen. Mit Augen, hinter denen das Unheil wohnt, liegen sie auf der Lauer. Wie kann man ihrer Herr werden? Wie die Welt von dieser Pest befreien? Ich vermute mal, ungesehen, ist ein Scheißfilm, aber ich mag den Trailer sehr. Ja, aber nur, weil man ihn hier wirklich ernst nimmt, oder? Ja, natürlich, klar. Ja, es ist also, ich weiß nicht, ich hatte einige Kaninchen, hinter deren Augen lauert gar nichts. ich würde den mal irgendwo auf eine Liste setzen, nicht an erste Stelle. Mhm. Ja, so an. Na klar, ich könnte mir vorstellen, dass sowas ganz gut passt zu irgendeinem anderen Tierhorror. Anaconda oder was weiß ich oder so. Zum Beispiel. Anaconda. Ja. Oder was anderes mit Nagetieren. Ben. Ben, ja. Ben kam nach Willard, ne? Ich meinte eigentlich Willard, aber Ben ist ja mit der Musik von Michael Jackson. Ben, Willard und Ben waren beide so Sehnsuchtsfilme meinerseits. Durch die gesamte Kindheit und Jugend, weil die liefen oft am Fernsehen, aber immer zu spät, sodass ich sie nicht sehen konnte und dann auch nicht häufig genug und irgendwann waren sie verschwunden aus der Glotze. Entschuldigung, dass ich jetzt so mal ein bisschen hier off Topic gehe. Und dann habe ich die viele Jahre später gesehen, als sie dann auf Blu-ray erschienen in den USA im wunderbaren Collector's Editions mit akademischen Audiokommentaren und Interviews und so, und dachte, gut, die $15 pro Film gebe ich aus und importiere mir die mal. Und das war so vor 6, 7 Jahren. Ja. Und meine Enttäuschung hätte nicht größer sein können. Okay. Ich war wirklich enttäuscht und ich habe mich auch gefragt, hätte ich die als Kind oder Jugendlicher toll gefunden? Hast du die Filme mal gesehen und magst du sie? Ich hatte, ich war relativ jung, als ich Willard gesehen habe. Der hat mich sehr, sehr erschreckt damals. Ja. Fand den echt fies und gemein, aber irgendwie auch cool. Ja. Vielleicht auch, weil ich vielleicht ein bisschen zu jung war dafür, wer weiß, keine Ahnung. Und dann wollte ich halt irgendwie halt auch ganz dringend Ben gucken und der lief dann irgendwie, weiß nicht, eine Woche oder zwei später im Fernsehen. Und der ist sehr viel emotionaler, alles in allem. Ja, das und, ist richtig. Und ich glaube, das fand ich damals besser. Mhm. Also ich glaube, ich konnte mich halt mehr mit den ganzen Figuren irgendwie identifizieren und das halt irgendwie ja, weiß ich nicht. Es war halt einfach weniger Horror als mehr die Geschichte eines armen Jungen und seine Lieblingsratte.
fand ich, weiß ich, keine Ahnung, also ich mochte die tatsächlich beide recht gerne. Es war ja auch die Zeit, wo man auch noch, also wo ich auch völlig unironisch Michael Jackson Sachen hören konnte, ohne da weiter drüber nachzudenken. Natürlich. Also von daher, ein oder zweimal habe ich durchaus drüber nachgedacht, ob das nicht auch was wäre, was wir im Podcast mal besprechen könnten. Aber es hat mich auch ehrlicherweise in all den Jahren nie so sehr weitergereizt. Ich bin hier mit diesem Wunsch hier auf einen ganz kleinen, dreckigen, angerissenen Zettel. Ja, und dann eben wie gesagt, und Rabbits halt so in Klammern dahinter oder sowas, ja. Danke übrigens an Janus für Latitude Zero bzw. U4000 und an Markus für im Dschungel ist der Teufel los? Markus vom Erstkontakt-Podcast und Grobi hat uns Rabbits geschenkt. Und Grobi wird ja noch zwei, dreimal auftauchen, weil der hat relativ viel vorgeschlagen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem Wunsch von Teddy Staufe im Discord. Ist vielleicht ein Synonym, also ein Alias, ein Künstlername. Ein Pseudonym. Außer Teddy heißt wirklich so, das fand ich mega. Und er hat einfach gesagt, hier ist eine ganze Liste von tollen Trailern und hat dann, glaube ich, so einen Link zu einem zweistündigen YouTube-Zusammenschnitt geschickt und ich dachte, ich nehme einfach mal den ersten Trailer, der über einen Film ist, den wir noch nicht rezensiert haben. Weil es geht los mit John Carpenter's Das Ding. Und der zweite ist dann Vigilante, beziehungsweise Street Fighters aus dem Jahr 1983 von William Lustig. Und über den gucken wir uns jetzt an. Ja. Nein. Die Polizei ist machtlos. Jetzt kommen wir. Wir sind Street Fighters. Ja, total. Ich habe den amerikanischen Trailer mal gesehen, der hat kein cooles Logo. Ja. Einen Mucks von dir und ich schlitz dich auf. Nicht freundlich. Wir sind bereit. Wir sind Street Fighters. Natürlich sollte das. Hilf mir doch! Hilf mir, wenn keiner sie bringt! Die Polizei kann euch nicht aufhalten. Er kommt auf Bewährung frei. Das Gericht verwarnt sie. Das Schwein hat mein Kind umgebracht. Die Richter lassen euch laufen. Führen sie den Mann sofort. Was für geisteskrank bist du, dass sie mich sofort freigelassen. Nein, eine Woche Therapie und dann. Bitte warte! So, dann flieg mal wie Superman. Das sieht hart aus, ja. Na, hallo. Da geht's ja. Oh je, Mine. Das ist meine Art. Oh, wow, wow, wow. Auch nicht schön. Ja, ich weiß, auch da rennt der bei mir auf den Schirm ein. Er steht bei mir nicht da. Seit langer Zeit nur geguckt, aber ich würde ihn gerne um da rausziehen. Ja. Robert Foster. Sehr schön. Fred Williams. Ja. Auch sehr gut. Carol Lindley. Das ist Jason. Woody Strode. Die Brutalität nimmt zu. Ich kann mich daran erinnern, dass Joe Spinell auch einen kurzen Auftritt hat. Echt, ja? Street Fighters. Ist ja auch, ich möchte nicht sagen naheliegend, aber nachvollziehbar, weil William Lustig hat eben auch Mania gemacht. Mit Klar, ja. Ich glaube, zwei oder drei Jahre zuvor. Ja, das sah cool aus. Das Ja, Selbstjustiz, Daniel? Naja, Selbstjustiz, weiß ja, wie ich dazu stehe, aber ich mag halt dieses dreckige 70er Jahre, weiß nicht, Stadtbild. Ich ging jetzt mal davon aus, dass es New York war. Ich glaube auch. Und da hüpft ja mein Herz höher. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das war früher nicht so. Das ist etwas, das hat sich wirklich erst im Laufe der Podcast-Jahre entwickelt. Aber mittlerweile mag ich das halt wahnsinnig gerne. Ich empfinde da häufig eine gewisse Sehnsucht nach einer Zeit, die ich so nie wirklich bewusst mitgekriegt habe. Oder nur sehr am Rande. Ja. Weil natürlich sah Berlin in den 70ern, als ich, sagen wir mal, das auch die Eindrücke auch wahrnehmen konnte, denn doch auch anders aus. Auch noch in den 80ern. Aber ja, ist voll gut. Ich musste tatsächlich ungelogen 3-4 Mal gegenchecken, dass der Film wirklich von 82 ist und ich glaube auch, erst um 83 in Deutschland rauskam. Der sieht eben, wie du auch richtig gesagt hast, sehr nach Mitte, später 70er aus. Tatsächlich, ja. Ja. Aber ich glaube, ganz New York sah bis Mitte der 80er wie späte 70er aus. Ja. Also zumindest vermitteln das einige Filme so, die wir in den letzten Jahren geguckt haben. Ja. Wir haben ja leider noch nie was von Larry Cohen gemacht, der unglaublich viele tolle Grindhouse New York Streifen gemacht hat. Aber okay. Wie Wiege des Bösen oder
Q oder God Told Me To, den ich auch ganz toll finde. Aber, okay. Oder Ambulance, aber der war später hier mit Eric Roberts. Oh, den müssen wir mal machen, weil das ist was für dich als Comic-Fan. Da spielt Eric Roberts ein Zeichner für Marvel. Und ah. Stan Lee hat auch einen Kurzauftritt. Und oh, es cool. geht aber letztendlich um ein Ambulanzfahrzeug aus der Hölle, das versucht Eric Roberts umzusetzen. Das sagt mir aber auch irgendwas tatsächlich, ja. Nicht der beste Larry Cohen-Film, aber einfach so für seine Star-Power bemerkenswert. So, oh, guck mal hier, Marvel in der Zeit, als es ihm nicht so gut ging. Und ja. Stan Lee offenbar es für eine gute Idee hielt, in Low-Budget-Streifen aufzutreten, um sein Konto ein bisschen aufzubessern. Aber ja, ich mag die Zeit auch. Ich glaube, einer der süßesten Momente unserer gemeinsamen Podcast-Geschichte war unsere Folge zu Basket Case. Und ich glaube, wir haben den gepaart mit Beetlejuice. Und Beetlejuice war cool, aber ich habe mich vor allem darüber gefreut, dass du an Basket Case so viel gefallen hattest. Ja. Weil das ist auch einer meiner liebsten New York-Filme aus dieser Zeit. Das ist alles so ekelhaft. Aber irgendwie dann doch Sehnsuchtsort gleichermaßen. Ja. Als Sleaze halt noch Sleaze sein durfte. Ja, total. Ja. Wisst ihr was? Ich hätte auch Lust, ehrlich gesagt, mal wieder auf irgendwas Pornografisches. Aber ich bin mir nicht sicher, wie groß die Empfänglichkeit unserer Zuhörerschaft für sowas ist. Behind the Green Door oder sowas. Also so schon ja, so ein bisschen. Ja, ja. Oder Radley Metzger Score oder Licorice Quartet. Also schon so ein bisschen Porno-Schick. Also jetzt nicht der letzte Dreck, möchte ich sagen. Ja, ja. Ja, sowas, aber sowas haben wir ja. Ich meine, klar, wir hatten Russ Meyer, sagen wir auch die etwas härteren Werke gegen Ende, klar. Aber so richtig Porno-Chic hatten wir eigentlich nur Deep Throat und das ist auch ewig, ja. Das ist doch wenig chic. Also ich meine, nein, aber es hat ja, ja, aber nein, chic im Sinne von, war ja chic, damals ins Kino zu gehen, weil deswegen ist ja Deep Throat überhaupt nur so bekannt geworden, weil eben die Leute halt das in ganz normalen Kinos sich angucken können. Ja, aber klar, The Devil and Miss Jones oder so eine Sachen, klar. Mm. Warum nicht? Das war jedenfalls Vigilante bzw. Street Fighter von William Lustig. Nehmen wir auch mal auf die erweiterte Liste für irgendwann. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Schriftzug irgendwie abkupfer, weil der ist echt saugeil gewesen. Ich dachte, den von Rebels wolltest du abkupfern. Das habe ich bestimmt schon vor. Ohne es zu wissen. Jetzt kommt ein Film, den ich tatsächlich sehr, sehr mag. Ich glaube, damit bin ich relativ allein. In Seminoid von Norman J. Warren und Indicator hat vor ein paar Jahren eine wunderbare, mittlerweile vergriffene Limited Edition Box mit fast dem Gesamtwerk von Norman J. Warren rausgegeben, der eben auch, ich glaube, viele britische Klamotten gemacht hat, aber eben in der zweiten Karrierehälfte vor allem sleazyes Zeug wie in Seminoid. Okay. Und deswegen Samen. Gucken wir dir das einfach mal an. Bin sehr britischer Science-Fiction-Horror. Bei dem Titel frage ich mich, was erwartet mich jetzt, aber wir werden sehen. Okay. Stimmungsvoll vor allem. Far below the surface of a sub-zero planet. Hidden in the freezing mists. Something is watching. Alien? Something is waiting. Breathing quietly. Der lässt sich doch immer Zeit für Bilder. Ja. Ich weiß nicht, dass ein Trailer so eine gute Idee ist. Right. Aber die Trailerstimme ist sehr stimmungsvoll. And then. Ja. Then it will strike. Okay. Not just to kill. Do something far, far worse. Ach, nicht doch. Ja. Soon she's jetzt kommt der Inseminoid-Teil. Das hatten wir doch mal letztens erst noch im italienischen Film, oder? Große Aliens und wie. War das Planet of Terror? Ich glaube beinahe, ja. Comic-Produktion. Ja. Ja, von dieser Art Film gibt es einige aus der Zeit. Warum wohl? Because it promises to be a very, very unusual birth. Ich denke, du rülpst. Ich kenne den Trailer schon und ich glaube, die letzte Einstellung haben sie auch. Die findet sich auf dem Kinoplakat wieder. Die ist ganz, ganz toll. Auch in einer etwas expliziterer Form.
seminoid, a far from human birth. Da hat doch Chris Wallace sein The Fly Design abgeguckt. ein bisschen. Ja. Was ist das? Ja, das war's für den Daniel. Aber nur sehr bedingt. Also, ich weiß nicht. Ist okay. Ich guck dir noch mal alleine. Das ist schön. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei. Ich glaube, mein Problem ist eher, dass wir halt relativ viel low-budgetierte Science-Fiction-Filme in den letzten Jahren hatten, die eben aber auch alle genau in so eine Richtung gingen. Aber der hier kommt aus England. Das sagen dann alle, oh dear. Oh dear. Ja, nee, weiß ich nicht. Stimmungsvoll, ja, man lässt sich Zeit. Der Trailer hat mich jetzt gerade nicht vom Bocker gehauen. Schade. Ja, ich wollte schon mal ein Boxset ausleihen. Also Norm J. Warren. Das war auch alles als Boxset, oder? Nein, hab ich nicht. Also in dem Fall tatsächlich ist eine seltene Blindkäufe meinerseits, bei denen ich wirklich nicht wusste, was mich da erwartet. Und es ist eine, je älter man wird, desto rarer werden wirkliche Entdeckungen. Also Film schaffen, auf die man stößt, von denen man sagt, meine Güte, wieso habe ich das jetzt 40, 45 Jahre verpasst? Und in dem Fall war es dann wirklich so, dass ich mich da durchgeguckt habe. Und ich war hoch erfreut von dem, was ich da sah. Also es ist echt mitnichten so drittklassig, wie der Trailer es wirken lässt. Ich finde, es ist wirklich, wirklich gut. Also es ist jetzt nicht Asteron Brut des Schreckens. Ich möchte auch nicht sagen, es ist Alien. Ja. Aber es ist noch nicht mal Planet Terror. Also es ist, heißt der Planet of Terror? Planet Terror ist der von Rodriguez. Korrekt. Und Galaxy of Terror, der war es, genau. Ah ja. Oh, ja. Ja. Es ist besser als Galaxy of Terror und Asteron Brut des Schreckens. Ich weiß nicht, was es jetzt bedeutet, aber besser als Luigi Cozzi-Film. Aber nicht so gut wie ein Ridley Scott Alien. Aber egal, komm, ich hänge mich um Kopf und Kragen. Leute, guckt ins Terminoid. Eigentlich interessiert mich ja nur eines. Ist er besser als Heinche, mein bester Freund? Sollte er sein, denn der Trailer zu Heinche, mein bester Freund, dauert, glaube ich, mehr als 4 Minuten. Und Heiland, zack. Ja, genau. Wiederum Dank an Grobi für die Filmempfehlung. Obwohl, ob wir dankbar sein sollten, wird sich zeigen. Ich habe noch nicht reingeguckt, also jenseits der ersten 10 Sekunden. Mal gucken. Aha. Was denn? Seufz. Ein Höhepunkt für alle Filmfreunde. Heintje, der Liebling von Millionen mit einem Weltstar-Ensemble. Ich habe mich auf die verlacht. Oh, auch schön. Ich rufe jede halbe Stunde an und halte dich auf. Oh, da freut er. Auch schön. Eine packende Geschichte erleben Sie in Heintjes neuestem Filmabenteuer. Heintje, mein bester Freund. Du bist der Größte. Wie geht's immer? Oh, könnte nicht besser sein. Halbes Jahr Krankenhaus, ein halbes Jahr Spazierengeld und bumm, schon ist man wieder topfit. Der sah auch nie jung aus, glaube ich. Nee, ne? Ja, Geld war immer genug da. Und dann hilft er dir nicht, wenn du Geld brauchst? Zu komisch, wenn du den Moralprediger spielst. Zum oh Gott. Wie verzweifelt kann eine Frau sein? Steckst du in Ferienlager, in einem Briefkasten? Aha, natürlich nicht alle auf einmal. Ich habe das ganze Grundstück an eine Versicherung verkauft. Ich erinnere das, glaube ich, vollkommen falsch, aber 1970 alles ab. War da nicht die Heintje-Zeit vorbei? Schweigen? Nee. Ich auch. Heintje spielt und singt für Sie seine neuesten Erfolgslieder. War der auch in dem Film? Heintje, mein bester Freund. Nee, in dem zweiten. Wie gut du das weißt, ich finde das ein bisschen bedenklich. Ich erzähle auch gleich warum. Okay. Oh, ja, da traut er sich ja was, der Lausbub. Tempo und Humor. Kaum hat man mal einen, wird er einem schon wieder weggenommen. Großartige Rollen für beliebte Schauspieler. Klingt ja alles höchst merkwürdig. Sag mal, stimmt das auch alles? Ja, warum soll ich Ihnen denn was vorschwindeln? Ich verstehe das gar nicht. Heinti ist bei dir? Ich wollte sie ja wieder zusammen. Ich muss sie die ganze Zeit aufstoßen. Von einem nicht ganz kühlen Becks. Das ist die hat mir gerade noch gewählt. Ich dachte, das liegt kein Heinz hier oder noch nicht mal kurz vor Kreis. Bis Mitternacht so dann. So, doch, ja. Glück, das ist zwar, das klingt holländisch, genauso wie halt hier deutsch klingt. Aber der Hund ist ja niedlich. Ich hab mir gedacht, wenn ihr beide den Wagen aufmöbelst und du dir das Ding dann unter den Hintern klemmst, dann rollst du doch wenigstens mal wieder mit. Oh, was für ein Stunt. Die todesmutigen Helldrivers mit tollkühnen Attraktionen.
Sie haben nicht nur sich selbst gefährdet, sondern auch die anderen Fahrer. Jetzt müsste der Trailer so gefühlt zu seinem natürlichen Ende kommen lassen. Ja. Aber er geht noch 2 Minuten weiter. Zum ersten Mal in einem deutschen Film. Der viel geliebte Anna Tefka-Star und sein treuester Begleiter. Ul Rudensky. Oder meinten Sie Mickey mit dem Anna Tefka-Star? Ach, Blum und Voss. Das Schöne an diesem Film war auch, dass es niemals so richtig lippensynchron war, wenn die Songs gespielt wurden. Nur so ein bisschen vorbei. Ja, ja. Was machen Sie denn da? Das wirst du gleich sehen. Das dürfen Sie nicht. Du bist es also doch. Heintje setzt alles auf eine Karte. Da sollte sich die heutige 15-jährige Mann Scheibe abschneiden. Ja, richtig. Wieso? Der war so ein guter Junge. Heintje hat mir in seinen beiden letzten Briefen geschrieben, er hätte strahlende Sonne. Eine dramatische Handlung mit einmaligen Höhepunkten. Noch einmal erleben Sie diesen Chor in einem Film. Aufregende Schauplätze. Ein spannendes Rennen auf dem weltbekannten Nürburgring. Ein Ereignis, das Sie nicht versäumen dürfen. Nein, nein. Heintje, mein bester Freund. Es reicht. Ja, nee. Bitte beeil dich, du musst dich noch umziehen. Ich rauche inzwischen eine Zigarette. Was ist denn das? Das hast du hier hergestellt. Da stand schon der immer. Fleck war auch garantiert vorher nicht da. Ganz schön frech, dein Sohn. Das ist doch alles hier Humbug. Dieser Film erfüllt alle Wünsche. Nödelt halt die ganze Zeit immer so beim Singen. Hochverehrte Herrschaften, der Künstler dankt für eure freundliche Aufmerksamkeit. Das war der Oscar-Clip. Genau. Ich finde auch gut, wie der Film fast verzweifelt für seine eigene Existenz argumentiert. So mit weltbekannte Stars in großartigen Rollen, spannende Figuren und eine treibende Handlung am weltbekannten Nürburgring mit großen Stars. Und das ist so. Ja. Ach, genau. Nee, aber Woher weißt du das mit Heintje? Das weiß ich von Heintje, weil es ist der einzige. Das weiß ich von Heintje selbst, dachte ich. Nein. Es ist tatsächlich übrigens der vierte Teil, nicht der zweite Teil. Okay. Ich hatte mich geirrt. Nein, aber es ist der einzige Lümmelfilm mit Peter Alexander. Mhm. Und meine Frau ist ja ein großer Peter Alexander-Fan. Und entsprechend haben wir die natürlich auch alle geguckt. Und dazu kommt aber auch noch, dass sie Teile des Films gedreht haben an meiner alten Schule. Mhm. In Berlin. Also sonst ist es so. Tatsächlich, also ich meine, das Ganze soll eigentlich ja wohl in Baden-Baden spielen, während aber die meisten irgendwie bayerische Akzente haben und dann haben sie eben wie an meinem alten Gymnasium, auf unserem Schulhof gab es halt einen großen Brunnen und der war glaube ich schon in den 70ern immer ausgestellt. Mhm. Aber er hat offenkundig die Produktionsleute sehr begeistert oder was auch immer. Auf jeden Fall haben sie dort eben Peter Alexander und Heintje und Hansi Kraus und Theo Lingen irgendwie platziert, damit sie da mal ein Lied singen konnten. Und dann haben sie eben noch ein paar andere. Wann immer irgendetwas auf dem Schulhof gespielt hat in diesem Film, das haben sie halt bei mir an der Schule gedreht. Die Innenräume waren woanders und auch die Außenansicht haben sie woanders gedreht. Aber wie gesagt, der Schulhof, das war der, auf dem ich halt immer meine Pausenbrote futterte. Wow. Ja. Und da steht bis heute, ist irgendwo eine Gedenkplakette oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das niemand wirklich gerne zugibt. Ja. Wobei, ein alter Geschichtslehrer von uns hatte mal irgendwann eine große Abhandlung über unsere Schule geschrieben und wer da alles drauf war und gab's mal hier eine Zeit, da war Dutschke war in unserer Schule und was nicht alles. Also, um da zu lernen. Hm. Und ich glaube, da hat er das auch erwähnt, dass eben Peter Alexander und Heintje da gedreht haben. Aber ansonsten, ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass die Leutchen, die heutzutage an der Schule sind, auch nur ansatzweise eine Ahnung haben, wer Peter Alexander oder Heintje ist. Vermutlich nicht. Also, aber zu der Zeit, als ich da war, sind die Lümmelfilme halt ständig im Fernsehen gelaufen. Und ich vermute auch, dass ein Herz geht auf Reisen und mein bester Freund und all das. Ja, die heutige Zeit ist so schnelllebig. Ich glaube auch, dass tatsächlich Sachen, die wir noch als komplett normal erachtet haben, die auch vor unserer eigenen Lebenszeit erschienen sind, im Kino gelaufen sind, auf Schallplatte erschienen sind, im TV liefen, irgendwie noch besser in Erinnerung haben als Menschen, die jetzt in den vielleicht Nullerjahren geboren werden, die wahrscheinlich nichts von dem mitbekommen, dank der allgegenwärtigen Verfügbarkeit aktueller
Medieninhalte, was vor ihrer eigenen Lebenszeit lief. Also ja. Ich habe, ist jetzt so eine vage Mutmaßung und soll jetzt nicht meinen großen Kulturpessimismus, der relativ klein geraten ist, zum Ausdruck bringen, aber ich habe letztens so ein Essay so, gelesen über von einem Literaturwissenschaftler, einem Professor, der meinte, er wollte ein Seminar geben zu zeitgenössischer Literatur und hat für Mass-Media Literature, wie auch immer, dann Dan Browns Da Vinci Code herangezogen. Und im Seminar gleich zu Beginn festgestellt, keiner seiner Studenten hatte von dem Buch je gehört. Oh, so lange ist ja noch. Ja, aber das war Anfang der Nullerjahre und das ist einfach auch so ein Buch, was eine komplette popkulturelle, popkulturhistorische Relevanz, glaube ich, 2 Jahre nach Erscheinen schon wieder komplett verloren hatte. Ja, das glaube ich ja. So seine These. Kein Nachhall. Nee, aber es geht ja, es ist ja bei den Filmen nicht viel anders. Ich weiß, ein wagemutiger, diskursiver Brückenschlag jetzt gerade meinerseits. Ja, es ist voll in Ordnung. Egal. Sage ich genau. Auch nur, weil ich zu Heinti, mein bester Freund, nicht wirklich viel zu sagen habe. Ich habe 2 der Lümmel-Filme vor einigen Jahren noch mal gesehen aus einer perversen Neugier heraus und ich hatte einfach überhaupt keinen Spaß daran. Mhm. Und genauso wenig Spaß werde ich an Heinti, mein bester Freund, haben. Deswegen gut, dass wir den Trailer geguckt haben. Wir waren rund um Weihnachten rum, haben wir eine Aufführung von den Geschwister Pfister gesehen, wo sie eben unterschiedliche Leute parodieren, unter anderem hauptsächlich Peter Alexander und Mireille Mathieu, und einer von den beiden ist dann auch mal kurz Heintje und er singt halt das Lied, das ist für die Großen da, was wir eben auch gerade in den Trailer gehört haben. Von daher ist das ehrlicherweise das Nächste, das ich jeweils an Berührungspunkten damit hatte. Also das sind meine einzigen beiden Heintje-Geschichten, die ich erzählen kann. Das war's jetzt. Gut, reicht ja auch. Ja. Ich freue mich total auf Dr. Detroit, den du mitgebracht hast, den Trailer, weil ich glaube gar nicht, dass ich den kenne, den Film. Ja, ich habe ihn auch nie gesehen, nur zumindest nicht in Gänze. Was? Aber der Trailer hat sich mir ins Hirn gebrannt und ich erzähle im Anschluss auch gerne, warum. Okay, ich bin gespannt. Ja. Hello, I'm Dan Aykroyd. And welcome. This fine motion picture emporium. It's nice to know you're here tonight, rather than at home shoving cheap little plastic cartridges into cheap imported video systems that keep you and your family hostage in your own home or apartment. Now let's face it, big screen entertainment is what it's all about. We've enjoyed it for years. Movies are great. There's nothing like a good movie, or even a bad one for that matter. Es ist unsympathisch. Ich vergesse auch gerne dieser Tag, dass Dan Aykroyd so lustig war. Ja. Dr. Zhivago. Now at last. It's on. Dr. Detroit. Attention, ladies and gentlemen, your attention, please. Clifford Scriblow never expected to be anything but a humble scholar. Nothing's going to change my life. My life is just set. Until one night, he came upon 4 ladies in distress. And to protect their honor, uphold the law. Step aside, lassie, or you'll be eating my food. And crazy. Fight for the American way. He became the fancy dressing, flashy dancing, death-defying, jacuzzi-dipping. Don't forget power walking, systems analysis, rock climbing. Dynamic defender of decency. Dr. Detroit? Dr. Detroit. Dr. Detroit! Hey, what? Dr. Detroit! Feel my hair grow. Ich schweige erst. Ich bin noch erstaunt, dass man über 40 Jahre noch mit dem teigigen Körper eines Tim Aykroyd so großer Hollywood-Star sein kann. Okay. Dan Aykroyd is Dr. Detroit. This is the best time I've ever had in my entire life. Do you hear me, world? Sollte man die Figur kennen aus Saturday Night Live oder so? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlicherweise. Der war lustig, wollte ich nur sagen. Ne? Der war cool. Also ich hatte jetzt Welcome Vania, die wunderbare Welt des Wahnsinns oder sowas Grauenhaftes erwartet, aber der war lustig. Ich wollte ihn auch immer sehen, ich habe den ehrlicherweise nie in irgendeiner Form, also oder anders gesagt, ich glaube, der Trailer lief vor irgendeinem der Filme, die ich sehr, sehr häufig aus der Videothek ausgeliehen habe. Ich weiß nicht mehr, was es war ganz genau, vielleicht war es Ghostbusters, vielleicht war es
Also ich vermute mal, es war irgendwas mit Dan Aykroyd selbst. Also Spione wie wir können es gewesen sein. Mhm. Ich weiß es einfach echt nicht mehr so ganz genau. Aber er lief halt vor irgendeiner anderen Komödie. Und ich fand den Trailer halt tatsächlich cool und lustig und wollte den Film halt immer sehen. Ich habe ihn nie gefunden, weil meine Videothek hatte den nicht. Und ich glaube, der ist dann auch komplett untergegangen. Aber es muss halt so in der Phase gewesen sein. Und das zeigt ja auch das Jahr, also so kurz nach den Blues Brothers und kurz vor Ghostbusters. Ja. Und von daher, ja, wir hat keine Ahnung, woher die Figur stammt, aber ich vermute mal, dass sie eben aus Aykroyds und Belushis Liebe für einfach auch diese Musik halt herkommt. Deswegen haben sie wohl die auch James Brown gekriegt hier wieder für den Trailer. Mhm, genau, aber zu der warum erinnerte ich mich halt auch nach 30 Jahren an einen Trailer, dessen Film ich dazu nie gesehen habe? Ich hatte ihn aufgenommen. Ich hatte irgendwann ging es mir nämlich zu sehr ins Geld, diesen Film, wer ja auch mal das war, immer aus der Videothek auszuleihen, und ich hatte keinen zweiten Videorekorder, also habe ich einen Kassettenrekorder, einen Tonkassettenrekorder vor den Fernseher gestellt und habe diesen gesamten Film auf Kassette quasi mitgeschnitten. Natürlich hast du das. Und ja, natürlich habe ich das. Und da war der Trailer eben auch mit auf der Kassette, und diese Kassette habe ich ja nur noch viel öfter rauf und runter gehört. Und als du eben gesagt hast, ach, was können wir da noch an Trailern bringen, dachte ich sofort, Dan Aykroyd als Dr. Detroit. Cool. Nee, ja, bist beeindruckt, wa? Der hat das Potenzial, echt gut zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den gucken will. Aber ich glaube, das liegt eher an meinen Vorbehalten gegenüber Dan Aykroyd. Oder Dan Aykroyd, ja, wie auch immer. Weil der Trailer wirkt total cool. Ich notiere den mal auf dem ollen Zettel hier. Ollen Zettel. Ja, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Nach all dem Spaß und Schabernack mit Dr. Detroit, jetzt ab in den Kalibalen-Dschungel mit Umberto Lenzis Cannibal Ferox oder Ferox, die Rache der Kannibalen, zu Deutsch sein Magnum Opus des Kannibalfilms. Also ich habe den nicht vorgeschlagen, aber er passt tatsächlich auch ganz gut zu meiner momentären Begeisterung für das Thema Video Nasties, weil der hat ist natürlich auch dort aufgeschlagen, weil der hat natürlich alles. Der hat Tiertötungen, der hat Folter, der hat abgetrennte Brüste und Pfählen aufgespießte junge Frauen und alles mögliche Eklige. Natürlich. Und das war erwartet halt, ja. Und Umberto Lenz ist natürlich eine besondere Gestalt im Kannibalenfilm, weil er hat nicht den legendärsten Kannibalenfilm gemacht. Das war mit Sicherheit Ruggero Deodato mit Nackt und Zerfleischt, Cannibal Holocaust. Aber er behauptet ja, und ich glaube, das ist auch verbürgt, er habe den ersten richtigen Kannibalenfilm gemacht mit Mondo Kannibale. Und auch die zwei der letzten mit Lebendig gefressen, Mangiati Vivi und eben diesen hier, die Rache der Kannibalen. Und ekliger als der wird es auch nicht. Ich glaube, der ist noch schlimmer als Cannibal Holocaust. Aber wir gucken uns mal den Trailer an. Ich glaube, das ist nicht ganz so hart. So machen wir das. So machen wir das. Oh, ich mache jetzt das Geknacke. Hinter dem grünen Vorhang der Regenwälder verbirgt sich das Grausamste, was das menschliche Auge jemals gesehen hat. Die Musik kenne ich schon mal. Die Rache der Kannibalen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Nee, ne? Ich nehme alles zurück, was ich gerade sagte, aber der Trailer wird schon nicht so schlimm werden. Ach ja, ne, das ist aber auch so. Die Schreie der bestialisch geschlachteten Opfer verhallen im endlosen Dickicht des Dschungels. Piranhas! Das ist schön, dass ich natürlich heute sowas kann ich sowas nicht mehr ernst nehmen. Ja. Aber ich glaube, als Kind hätte es mich wahnsinnig schockiert. Als Kind? Als Kind? Naja, oder als Teenager. Ja, Adler zurück. Als Jugendlicher. Okay. Die Rache der Kannibalen. Was so ruhig und friedlich beginnt, endet in einem Grauen, für das die menschliche Sprache keinen Ausdruck kennt. Gib mir noch ein bisschen. Ach, das macht mich an. Aber erstmal Erotik. Wie ein kleines Indianermädchen zu vernaschen. Stell dich nicht so an, mein Schatz. Wenn du nicht brav bist, dann schneide ich dir die Titten ab. Ritz ihr deinen Namen ein. Quäl sie. Ich will, dass sie schreit. Solche grausame Triebe also lassen diese Zensur Menschen im Urwald zu Bestien werden. Man kann sich schon ausmalen, was da die Menschen. Ach, je, Mine. Weil er mich jetzt sie getriggert hat. Ja.
Und nochmal. Hilfe! Holt mich raus! Nein, lass mich! Nein, ich geh mal weg von dir! Für eine Schauspielerin, was sie in diesem Kannibalen-Schocker sehen, ist so pervers, dass man es nicht mehr beschreiben kann. Schöner Text, Miller. Aufhören auf und lass uns frei! Degala, Degala! Hier, Schweine! Lass mich! Au! Oh, zack! Ja. Noch abstoßender, noch entsetzlicher, noch grausamer. Ich habe jetzt die deutsche Fassung von diesem Film nie gesehen. Jetzt wird sich die Videothek-Fassung. Grauen und Entsetzen verbreitet. Die Rache der Kannibalen. Aber ich nehme an, das wenigste davon ist doch in dem Film enthalten. Ja. Demnächst hier. Ach, hier? Nee, weiß ich nicht. Glaub nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, von wann ist der Film? Von 1981. Also, falls man sich da. Was lief da im Kino? Nur 48 Stunden? Nee, was lief da harmloses im Kino? Unendliche Geschichte vielleicht. Na, so als Trailer im Vorprogramm von der Wolfgang-Petersen-Film. Ach ja. Ist dir das schon mal passiert? Stelle ich mir gerade die Frage. Nein, ich wurde noch nie lebendig gefressen. Nein. Kannst du dich daran erinnern, schon mal in einem Film gewesen zu sein mit einer Jugendfreigabe und was richtig Widerliches im Vorprogramm gesehen zu haben? Ich weiß nicht, ob früher immer so darauf geachtet wurde. Also ich habe keine wache Erinnerung daran. Aber wir stellten uns die Frage kürzlich, als wir im Kino waren und da einige Sachen liefen. Ich war mit meinem Sohn und einem Kumpel im Kino und wir haben uns den Film ab 12 angesehen, natürlich nur in Begleitung des Papas, ganz ordentlich. Weil die Kids waren erst 11. Und da liefen so ein paar Trailer, bei denen ich mir dachte, naja, ich weiß ja nicht, ob die gezeigt werden sollten. So genau beurteilen. Aber nur, weil ich wusste, dass die dazugehörigen Filme wahrscheinlich eine Freigabe ab 16 oder 18 haben werden. Ich glaube, da lief der neue Mad Max-Trailer oder so. Ja, ich glaube, bei VHS war das dann doch noch häufiger so, dass da Trailer vorneweg waren, die etwas unangebrachter mir erschienen. Natürlich irgendwie dicht gefolgt oder folgend auf, liebe Videofreunde, nun viel Vergnügen mit dem Filmprogramm ihrer Wahl. Oh Gott. Ich werde jetzt den Teufel, ich glaube, der ist beschlagnahmt in Deutschland. Ich werde jetzt den Teufel tun und sagen, ja, lass uns den gucken, weil da darf ich aus gesetzlichen Gründen gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber also sagen wir mal so, was ich glaube ich sagen kann, ist, also ich hab grundsätzlich einfach null Interesse an solchen Filmen. Ja. Den ganzen Mondo-Sachen und auch Cannibal Holocaust hatten wir. Es ist überhaupt nicht mein Genre. Aber wie ich auch schon sagte, ich kann sonst immer auch nicht mehr ins Gespräch zu Cannibal. Das auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja. Das war ein richtig gutes Gespräch. Aber ich habe, also an sowas habe ich ein eher akademisches Interesse tatsächlich. Natürlich. Wo ich irgendwie sage, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie haben die das eben gemacht mit den wenigen Mitteln, die sie eben hatten? Rein die Art der Tricktechnik in einem Dschungel und so eine Sachen. Mich interessiert natürlich auch durchaus so ein bisschen die Frage, warum hat das eigentlich Leute so sehr fasziniert und so. Aber so eine Sache habe ich ja durchaus mitbekommen. Sicherlich nicht 1981, als ich 6 Jahre alt war, aber später natürlich schon. Und ich erinnere mich auch, wenn ich dann mal irgendwie die Splatting Image irgendwie durchgeblättert habe oder sowas. Ich habe es nie richtig von vorne bis hinten gelesen. Da waren dann schon so ein paar Fotos, die mich sehr, sehr unangenehm berührt haben. Oder es gab ja auch andere Video-Zeitschriften, die man auch teilweise am Kiosk hatte, wo dann eben entsprechend explizite Fotos auch durchaus mal auf dem Cover waren in den End-80ern und so. Also ich war schon sehr zart beseitet und ich glaube, gerade dieser Trailer hätte mich halt wirklich massiv Schlaf gekostet. Und heute denke ich so bei mir, wie hat so ein Glück, dass ich das nicht mehr ernst nehme und mich eher interessiert, wie haben sie das gemacht? Ich kann das alles gucken. Wie gesagt, sage ich jetzt natürlich ganz, ganz distanziert von dem eigentlichen Filmstoff, den man, glaube ich, gar nicht legalerweise gucken kann, darf, sollte, wie auch immer. Aber wir können ihn vielleicht irgendwann rezensieren, natürlich nur mit der akademischen Brille auf. Aber natürlich. Was mich ja wirklich massiv abturnt, ist Tiersnuff. Ja. Also in dem Moment bin ich eben raus. Also alles, was Special Effects sind, ist in Ordnung. Ich kann sogar über gegebenenfalls über die mutmaßlich schlechte Behandlung der
indigenen Personen, die an dem Film mitwirken, seitens der Filmemacher hinwegsehen, indem ich mir das einfach so ein bisschen schönrede mit, naja, wird schon nicht so schlimm gewesen sein, von wegen Ausbeutung. War es wahrscheinlich aber. Aber dieser Tiersnuff ist, also wenn ich an die Schildkrötenszene da in Nackt und Zerfleisch denke, da wird mir jetzt noch ganz anders. Ja, oder die Affenhirne bei Indiana Jones 2. Achso. Nee, Mondo. Nee, warte. Nee, Gesichter des Todes war das. Ja, das war ein Scheißfilm. Lass uns die Stimmung ein bisschen aufhellen. Wir gehen mal in eine ganz andere Richtung. Einen der schönsten Filme, den die 80er hergegeben haben. Und ich glaube, der einzige Film heute Abend, über den wir sprechen, ich glaube, zu dem wir bereits einmal einen Trailer geguckt haben. In unserer 1988er Trailer-Episode. Aber das ist so lange her, deswegen gucken wir ihn einfach nochmal und tun einfach so, als ob wir uns nicht dran erinnern. Nee, von 1985 ist der. Genau. Und zwar der Glücksbärchen-Film. Genau, Care Bears. Hoch über den Wolken liegt das Zauberland der Bärchis. Oh, der ist Geister, das schön, die unser Glück beschützen. Mensch, it's God. Die süß damals. Sie kommt an mir vorbeigegangen. Ich war, glaube ich, bin zu jung. Ich bin Herzbärchi, glücklich wie Tagwünschig. Rum, Bärchi, gerne groß und lieb Kosebärchi und die ganze Glücksbärchi-Familie im größten Abenteuer unter dem Sternenhimmel, dem Glücksbärchi-Film. Oh Gottchen. Komm mit in eine verzauberte Welt, voller Musik und Fröhlichkeit, voller warmherziger und guter Gefühle, voller Freundschaft, Freude und Glück. Denn die Bärchis sind da, um glücklich zu sein. Oh Gott. Und glücklich zu machen. Oh. Doch Vorsicht! Ein böser Geist hat die Erde ergriffen. Sein Hass lässt die Wolken beben. Sein Ziel ist es, jedes Gefühl zu töten. Seine Macht und Kälte zerstören die Welt. Und das ist erst der Anfang. Selbst das Zauberland ist nicht mehr sicher. Viel Glück, Freunde! Ihr müsst es schaffen! Ich mach. Herzschlag auf Herzschlag eilen die Freunde näher und näher zu ihrer gefährlichsten Aufgabe. Oh Gott. Glücksstrahlen, los! Wird ihre Kraft und Liebe stärker sein als der Geist, der alles Glück auf der Welt töten will? Komm mit in das glücklichste Land unter der Sonne. Die Bärchis warten auf dich. Komm und so nimm dir ein Stück vom Glück. Ich möchte ja gerne so ein bisschen zynisch sein, aber der ist ja so lieb. Ja. Der Trailer, die Figuren, die Stimme. Ja. Kann man nicht. Der Glücksbärchi-Film. Ne? Bring jemand mit und sei glücklich. Aber da haben noch Hab dich Liebbärchis aufgemacht, ne? Weil die Viecher hießen eigentlich Care Bears. Ja. Wurden um die Hab dich Liebbärchis hier vermarktet, aber als sie dann im Film gekriegt haben, waren es auch immer die Glücksbärchis. Tatsächlich, ja. Weird, ja. Ich glaube tatsächlich, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, die waren durch, als ich in das Alter kam, in dem ich habe mehr Fernsehen, Zeichentrickserien auch geguckt habe. Ja. Also so mussten da eben schon späte 80er gewesen sein. Ja. Das war nicht mehr der heiße Scheiß damals, als ich in dem Alter war. Das war, glaube ich, ich glaube, es hatte sich auch sehr schnell erledigt mit den... Bei mir kamen dann die Wauzis. Ja, natürlich, gab es auch. Ich bin mir ehrlicherweise gar nicht so hundertprozentig... doch, ich habe den ersten auch gesehen, aber ich habe wenig Erinnerungen dran. Ich habe ihn jedenfalls nicht im Kino gesehen. Ich weiß, dass ich den zweiten damals gesehen habe, weil er auch wieder einer von diesen Sonntagmorgen frei verfügbaren Filmen auf Teleclub war. Und den fand ich ja toll. Also den zweiten fand ich ja richtig, richtig toll. Okay. Und zweiten? Das weiß ich gar nicht. Genau. So, jedenfalls, ich glaube aber, die Story ist ehrlicherweise sehr ähnlich. Ich wollte immer so ein Viech haben. Aber ich wollte irgendwie spezieller haben. Also irgendwie den mit dem Herz drauf oder den mit dem Regenbogen. Oder ich weiß es nicht mehr genau, welcher. Natürlich. Aber die gab es halt nie. Oder ich habe den nicht gekriegt. Oder meine Eltern haben gesagt, nee, so einen Scheiß unterstützen wir nicht. Und die haben jeden Scheiß unterstützt. Ne? Also von, keine Ahnung, He-Man über Star Wars bis zu G.I. Joe und Transformers, jeden Scheiß, aber bei den Glücksbärchis haben sie, glaube ich, irgendwie einen Schlussstrich gezogen. Sag mal, war das so eine Sammlergeschichte wie ein paar Jahre zuvor die Cabbage Patch Kids, die dann auch so in Limited Editions erschienen und die sich hauptsächlich Erwachsene kauften und wo es dann eben auch so ganz Gefragte gab, weil du sagst, du hast einige gar nicht bekommen? Ich glaube, es war eher so ein Ding, es war nicht so, dass halt irgendwie Kinder mehrere von denen haben wollten oder sollten, sondern mehr so, keine Ahnung, meine Clique hat irgendwie alle 15 oder sowas, ne? Ja. Und ich bring meins mit der Sonne mit zu spielen und weiß nicht, und du bringst dann den mit dem Schlüssel
Vorhängeschloss mit oder sowas. So. Also die hatten halt dann schon durchaus so eigene Charaktere, obwohl sie eigentlich alle gleich aussahen, nur ein anderes Logo auf dem Bauch. Oh, der mit dem Vorhängeschloss hieß Geheimnisberg, hieß ich. Natürlich, genau. Ich erinnere mich noch, als ich den zweiten Film gesehen habe, und da war ich ja dann doch schon, war ich schon ein paar Tage älter, da muss ich, ja, was war ich denn da, 11, 12 gewesen sein oder sowas? Mhm. Also eigentlich auch raus aus der Zeit für Glücksbärchis, aber ich fand den so schön, ich wollte dringend nochmal Glücksbärchis haben, weil zu der Zeit, als sie der heißeste Scheiß waren, gab sie eben, kriegte ich eben keins, und als ich den dann mir von meinem Taschengeld irgendwie selber kaufen wollte, gab sie eben nicht mehr und hab dann noch irgendwie so auf der Grabbelkiste im KDW habe ich noch einen gekriegt. Und war halt stolz wie Bolle und den noch gekriegt. Es muss später gewesen sein. Es muss deutlich später gewesen sein. Muss ich schon 14 gewesen sein oder so. 13 oder 14. Ja, ja. Aber zu derselben Zeit ist mein Opa gestorben. Ich glaube, das mag der Grund gewesen sein, warum ich da, sagen wir mal, so auf gerade so einer sentimentalen Ebene sehr erreichbar war. Und ich weiß noch, ich habe dann meiner Oma eben auch so ein Viech noch gekauft. So quasi so, ne, so ein, weiß ich nicht, irgendwie um zu trösten, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was da mir durch den Kopf gegangen ist, sie hat sich was gefreut. Und mittlerweile habe ich tatsächlich beide zu Hause und meine Tochter findet sie ganz toll. Okay. Also von daher, ich meine, das ist ja nun offenkundig auch ein paar Tage her, aber also obwohl nicht so einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert in meiner Kindheit / Jugend offenkundig hatten, habe ich aber trotzdem halt doch eine Anekdote dafür auf Lager. Und die war gut. Weil ich habe gar keine. Aber ich komme hier gerade parallel, zeitgleich ganz fasziniert durch die Namen der Glücksbärchis. So, die für mich so komplett nachvollziehbare Produktentwicklungszyklen offenbar durchlaufen haben. Weil so die erste Generation, das ist sehr, sehr nachvollziehbar und so offensichtlich in Designs, die man auch sich erklären kann und die eben auch entsprechend benannt sind, wie Schmusebärchen, Freundschaftsbärchen, Schlummerbärchen und so weiter. Und dann Jahr für Jahr Produktgeneration und Produktgeneration werden die Namen dann eben abstruser. Teile gern Bärchi, Oma Bärchi, Lach Bärchi, Harmonie Bärchi, dann die dritte Generation kommt dann, tu dein Bestes Bärchi, Amerika Bärchi, Hoffnungs Bärchi. Und dann kommen die Cousins der Glücksbärchis wie Waschbär Schlauherz, Dumbo Großherz, Lämmlein Sanftherz, Hündchen Treuherz. Ja. Und die Bösewichte. Aber die sind relativ einfallslos benannt. Außer Meister Herzlos, das finde ich toll. Mm. Meister Herzlos und Beastly. Da haben sie einfach das englischsprachige Beastly als Deutsch Beastly übersetzt. Also eigentlich gar nicht. Finde ich super. Passt? Bitte? Ich sagte, wenn es passt. Du warst auch gerade weg. Ach so. Ja, das sind die Verbindungsprobleme. Wir retten das hier doch. Wir ziehen den Abend noch durch. Wir haben ja nur noch zwei Trailer, aber die sind dafür umso besser. Du hast kürzlich gesagt, du würdest gerne mal wieder über einen Jackie Chan Film sprechen, und ich bin mal kurz in mich gegangen und habe gedacht, über welchen Jackie Chan Film könnten wir denn sprechen? Das ist jetzt quasi so mein mehr oder weniger offizieller Pitch an dich für Power Man oder der Power Man. Wheels on Meals ist der englischsprachige Verleihtitel aus dem Jahr 1984. Ja. Der Name sagt mir auch auf jeden Fall was. Total random, wie fast alle deutschsprachigen Verleihtitel für Jackie Chan Filme, aber das hier tatsächlich auch kein lupenreiner Jackie Chan Solo-Film, sondern eben eine Zusammenarbeit mit Yuen Biao und Sammo Hung, und den gucken wir uns jetzt an. Power Man. Willkommen in Barcelona, Spanien. Barcelona? Ja. Weltstadt an der Costa Brava. Ah, recht modern geschnitten, der Trailer, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall. Erleben Sie den internationalen Action-Superstar Jackie Chan. Auch so die Chain. Sammo Hung auf Deutsch geschrieben und Ingo Hung kann oder was? Das ist der aber jetzt das Beste. Der Powerman. Ein ersonntes Abenteuer. Mit eingefrorenem Echo. Und Knall. Ist hier auf der Kürbis ein bisschen. Autsch. Au. Ja, ja, und jetzt geht's. Powerman. Jeden Tag anderen Leuten das Essen ins Haus zu liefern, kann schon Probleme bringen. Aber was richtiger Ärger ist, lernen die Jungs, als sie Lola begegnen und versuchen, das Mädchen vor den miesesten und härtesten Galgenvögeln zu retten, die jemals Urlaub aus der Hölle hatten. Es macht die Besprechung solcher Filme auch immer sehr, sehr angenehm und easy, weil die heißen eben auch alle wie die Figuren, die sie spielen, zumindest in den synchronisierten Fassungen. Ja, ja.
Also der kommst du in der Seite von 200 Worten. Erleben Sie den unglaublichen Jackie Chan. Alter. Rollen sich mir ja alle Nägel auf. Setzt ihn aber. Schön, ja, sah gut aus. Guter Trailer. Hat mir gefallen. Ja, kurz so für ungefähr 10 Sekunden sah man Benny the Jet Okidas, amerikanischen Martial Arts Künstler, ist irgendwie doppelt gemoppelt, Kampfkünstler. Ja. Und eben Schauspieler, ich glaube, er schlägt 2 oder 3 Jackie Chan Produktionen auf. Und ich möchte sagen, die Szene, die Kampfszene zwischen ihm und Jackie Chan gehört so mit zum Besten für mich, was er in seiner ganzen Karriere gemacht hat. Mhm. Die ist relativ lang und sehr, sehr hart. Also dafür, dass es im Grunde zum überwiegenden Teil hier eine sehr, sehr flapsige Komödie ist. Aber das ist wirklich, die ist wirklich großartig. Und alleine dafür, glaube ich, lohnt es sich, den Film mal zu gucken. Also. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Und ich mag tatsächlich auch die Filme, die er mit Sammo Hung und Yen Biao zusammen gemacht hat, alle sehr, sehr gern. Auch wenn die noch alberner sind als die Solo-Streifen. Ja, gerne, auf jeden Fall. Bin ich voll dabei. Rein von den Bildern her kann ich nicht behaupten, ihn gesehen zu haben. Aber der Name, also gerade Weird on Me, jetzt sagt mir was. Vielleicht stolpert man auch öfter mal drüber, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der ist cool, der Verleihtitel der Englischsprache, ne? Wheels on Wheels finde ich super. Ist schön, ja. Genau, aber der Trailer sah eben auch so gut aus. Ja? Der ist sehr modern geschnitten, sehr schnell und sieht wirklich coole Sachen, coole Stunts. Sehen nicht so kacke aus wie in. Hier im Dschungel ist der Teufel los. Und okay, das, auch wenn der Sprecher dazu gezwungen wurde, sein eigenes Echo zu spielen, funktioniert er aber dann doch sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, von den Filmen, die wir jetzt hier gerade bisher besprochen haben, Dr. Detroit oder Detroit war vielleicht ein kleines bisschen nebenher gestellt, aber der sah rein filmisch einfach auch interessant aus. Interessante Perspektiven und Settings und Situationen, in denen man halt seine Figuren da setzt und so. Also interessant, ja doch. Also von mir aus können wir den gerne mal machen. Sehr schön. Sehr schön. Dann bleibt uns jetzt nur noch Riffs 3, die Ratten von Manhattan zu inspizieren. Ich weiß, wie ich es dir schön reden kann, weil wir haben, glaube ich, schon über 2 Bruno Mattei-Streifen hier gesprochen. Ah, du fandest die beide wahrscheinlich berechtigterweise beschissen. Ja, meh, ja. Ich glaube, er kann hier und da was und aus all den falschen Gründen, aber naja, gut. Du hast gesagt, der kommt wieder auf die Liste. Ich habe ihn runtergenommen, ich habe gesagt, 12 Trailer reichen. Du hast gesagt, 13 ist die bessere Zahl. Deswegen danke, Grobi, hier für die Trailer-Empfehlung. Ja, das ist quasi das, was ich mir als Zahl tätowieren lassen würde, wenn ich 17 wäre und punkiger. Alles klar. Dann Riffs 3, die Ratten von Manhattan. Jawohl, ja. Achso, ich habe argumentiert, wir haben ja schon einen Gangfilm gehabt hier mit Vigilante. Aber gut, jetzt gibt es ihn noch an. Oh, das ist schon mal gut. Die Ratten von Manhattan. Und die Frisuren. Wo sie aufkreuzen, geht der Tod mit einer mächtig großen Harke durch. Geil. Also, die Synchronstimme von Wir werden es rausfinden. Das sind ja gut aus, der Kumpel. Das kannst du doch nicht tun. Du wolltest uns verraten. Deshalb werde ich dir das Gehirn rausblasen. The Riffs 3. Die Ratten von Manhattan. Ratten, die nicht freiwillig gehen, tötet man. Bevor sie uns fertig machen, will ich noch einmal Spaß haben. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass man die beiden ersten Teile wenn nicht du gesehen wie ein blöder hat. Vögel, dieses zu genießen. Hast du nichts mehr auf den Röhren, Kumpel? Sie kommen. Ist das eine Scheiße? King, unternimm was! Sie werden uns furchtbar rächen! Taurus, nein! Boing. Die gnadenlose Vernichtung ist angesagt. Ist das eine Ratte? Nein. Ist das eine menschliche Ratte? Kommt raus, ich darf euch alle ab! Ich hau euch was vor die Birne! Wo bleibt ihr, verdammten Schweine? Ich prophezei es euch. Wir, die Riffs, werden niemals untergehen. Was ist denn mit der Angst, Mensch? Komm mit! Hilf mir, King!
Ja, das Gemeine ist, ich sehe den Trailer, jetzt bist du fällig, denke, das sieht alles irgendwie ganz cool aus, aber ich finde, der Film ist langweilig. Ja, ich glaube auch. Vorsicht, Gas! Auf, auf. Raus hier! The Riffs 3. Spoiler, ich glaube, das ist... Stellen bleiben, die kaufen wir uns! Ich glaube, die Szene mit den Männern, Schutzanzügen, das passiert, glaube ich, in den letzten 3 Minuten, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber, ah ja. Du hast absolut recht, ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Man sieht den Trailer, denkt, meine Güte, da passiert aber eine ganze Menge, weiß aber insgeheim, das Ganze hier auf 90 Minuten gestreckt, wenn das die Höhepunkte sind, wird der Rest eben der Szenen überwiegend in dunklen Räumen spielen, wo sich dieser eine Typ da die Taschenlampe ins Gesicht hält und sagt, wir werden sie fertig machen. Und dann irgendwie 6 Minuten monologisiert, weil ist schon billig. Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch dann das, was mich auch bisher dran gestört hat. Von daher. Ah, du, ernsthaft, von dem Trailer her würde ich ja schon sagen, ach, eigentlich hätte ich ja mal Bock drauf. Ja. Na? Aber mir schwant halt Übles, ne? Bruno Mattei hat ein paar ganz coole Sachen gemacht. Ich glaube, da sind noch 2, 3 auf dem Zettel, die wir tatsächlich mal machen könnten, weil sie besser sind. Ich finde zum Beispiel hier sein Terminator 2, der heißt in Deutschland Contaminator, Mordmaschine aus der Zukunft. Den hat man schon. Ach, den hat man schon. Ach, gut, okay, ja, stimmt. Ja, meine Güte. Dann vielleicht noch Hölle der lebenden Tote, habe ich mit dem André besprochen. Der ist aber auch zu schlimm, den würde ich dir niemals antun wollen. Ich glaube, das war's dann doch. Ja. Ich weiß nicht, haben wir Cobra Force gemacht? Ich glaube, den haben wir auch schon gemacht. Ich glaube, also wir haben auf, Cobra Force. Ja, auf jeden Fall. Robo War haben wir gemacht, genau. Ich glaube, ja. Müsste nochmal nachgucken. Aber dann war's das vielleicht doch. Ansonsten sehr viel Softsex-Kram und ansonsten Dinge, die, ich weiß nicht, vielleicht paaren wir mal Listomania mit Libidomania von Bruno Mattei. Okay. Ja. Der Abwechslung mal einen coolen deutschen Verleihtitel hat, nämlich mit Libidomania. Der heißt im Original ganz anders, aber. Okay. war jetzt so ein Gedanke, den ich gerade hatte. Ja. Seufz. Nee, ich glaube, ich kann dir das nicht schönreden. Es ist auch in Ordnung. Aber ich meine, ich lasse mich ja auch gerne mal wieder dann darauf ein. Ich habe halt immer. Weißt du, bei solchen Sachen habe ich aber immer nur das Gefühl, es gibt ja Liebhaber von solchen Filmen und ich möchte es. Da unseren Hörern eben auch nicht, Hörerinnen natürlich. Natürlich, ja. Eben auch nicht versauen, ne? Also, halt, wenn ich dann da die ganze Zeit mir einen abstammel, weil ich irgendetwas Gehaltvolles sagen will, aber eigentlich nur unterm Strich darauf komme, dass ich mich gerade sehr gelangweilt habe, dann ist. Ja. Ich gucke seine Filme ganz gerne, einfach um mal auch meine eigenen Grenzen auszuloten, insbesondere die, die er eben zusammen mit dem Ehepaar Fragasso gemacht hat, also auf AutorInnen-Seite. Aber die sind auch alle nicht gut im klassischen Sinne, klar. Ich sehe gerade seine Filmografie, einen Film von ihm, den ich noch nicht kenne, und ich glaube, da würde mich einfach mal interessieren, wie latent rassistisch und ekelhaft der eigentlich ist, von 86, der weiße Apache, die Rache des Halbbluts. Weil ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen die Sensibilität, um sich an so einen Stoff zu wagen, und sowas würde ich einfach gerne mal von ihm sehen. Weil ich meine, er hat davor schon so einen Indianer-Horrorfilm gemacht, Scalps, ein Jahr zuvor, okay. Den kenne ich. Und er ist erträglich, aber der weiße Apache klingt unangenehm, und ich würde mich dem gerne stellen irgendwie. Also, wie gesagt, da ist diese morbide Neugier. Ja. Nein, aber wir sind durch mit unseren Trailern für heute. Das heißt, wir müssen uns gar nichts anderem stellen. Also nee, ich fand die sehr erbaulich, die Trailer. Ich hatte auf jeden Fall größtenteils Spaß. Und es sind ja durchaus ein oder 5 Ideen dabei rausgekommen, worüber man vielleicht in längeren Episoden reden können. Ja, und hier, wir konnten beide 2, 3 Anekdoten erzählen, die wir noch nicht anderweitig zum Besten gegeben haben. Korrekt, ja. Ja, das passiert nur, wenn man Heintje im Programm hat, was wir selten haben. Ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche tatsächlich, und ich habe mich jetzt schon die ganzen letzten 90 Minuten vorgefreut, weil wir haben uns ein bisschen schwer getan mit der Filmauswahl für unsere nächste Bonusfolge hinter der bösen Patreon Paywall, die man natürlich überwinden kann für die kleine Zahlung von 4 Euro. Auch gerne einmalig, aber noch gerne im Wiederholungsfall monatlich, wie auch immer. So oder so. Ihr hört uns hinter der Patreon Paywall nächsten Monat mit einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Okay. Und ich wusste ja gar nicht, dass wir über den reden würden, weil wir hatten ganz andere Sachen im Auge, und dann sagtest du, du würdest gerne mal über Robert Altman sprechen. Und wir haben uns dann auf einen Film geeinigt, den ich sehr, sehr, sehr mag. Ein Top 3 Altman. Sag mal, welchen?
Der Tod geht keine Wiederkehr. The Long Goodbye. The Long Goodbye, genau. Genau, eine Raymond Chandler-Verfilmung von Robert Altman mit Elliot Gould in der Hauptrolle aus der Zeit, als der Elliot Gould noch als Sexsymbol durchging. Ja, nun, ja. Aber der Mann ist ja auch mittlerweile aus 85 oder so. Also. Ja. Du, ich habe mich Elliot Goulds Karriere rückwärts genähert, also aus der Jetztzeit in die Vergangenheit. Ich habe tatsächlich angefangen mit sowas wie Ocean's 11 und dachte, ach, cooler Typ, so sympathisch, ja, interessant, schicke Brille vor allem in den Oceans-Filmen. Und dann habe ich mich eben zurückgearbeitet und festgestellt, wow, der hat früher ganz tolle, andere Filme gemacht. Ja, er hat eine tolle Karriere. Karriere gehabt. Ja. Genau, The Long Goodbye. 73, genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn, ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal gesehen, wenn, dann ist aber lange her und von daher voll gut. Danke an alle Menschen, die uns unterstützen, die uns im Discord Trailerwünsche geschickt haben. Wir machen das sicher irgendwann nochmal wieder, wenn die Nachfrage besteht. Ich weiß ja nicht, also ob dieses nervöse Gekicher gut ankommt. Aber. Früher haben wir uns darum nicht geschert, aber. Ja, es war egal, komm. Ja. Tun wir eigentlich ja auch jetzt nicht. Ich habe vor anderthalb Jahren mal diese Umfrage hier bei Google aufgesetzt und irgendwie auch da die so ein bisschen rekapituliert in der Bonusfolge und festgestellt, ich habe nichts von den Vorschlägen, die dabei rumgekommen sind, umgesetzt. Beispielsweise? Mach doch mal mehr echte Bahnhofskinofilme. Ach so. Und warum sind nicht alle Folgen kostenlos? Und warum gibt's euch nicht zweimal die Woche? Ah, ja, nee. Und kauft euch doch mal bessere Mikrofone. Das haben wir zumindest versucht, aber gut. Nein, wir sind wieder dahin zurück, genau. Aber dafür gibt es bessere Mastering-Technik und damit lösen wir dieses Problem. Sehr schön. Ja, aber demnächst haben wir wieder echte Bahnhofskinofilme und wir machen das ja auch alles. Ja. Genau. Super, vielen lieben Dank für deine Organisation. Vielen lieben Dank da draußen für die Vorschläge und natürlich vielen Dank für die Unterstützung und fürs Zuhören. Ja, danke dir, danke euch allen, danke dir dafür, dass du diesen Quatsch jede Woche mitmachst. Dafür bin ich doch da. Schönen Abend doch. Bye bye. Bye bye.